Ein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für Herr mich. Herr Rabe, ich möchte gar nicht stören, ich möchte gar nicht unterbrechen, aber ist der falsche Version von der Lied. Das Lied ist eigentlich von meiner Opa Piotrek Popolski geschrieben und eine Polka, dass der Post geht ab durch der Decke. Herr Popolski, das geht jetzt leider gar nicht. Wir befinden uns hier in einer Aufzeichnung von MTV Unplugged. Und darum muss ich Sie leider bitten. Da ist gar kein Problem für mich. Ich habe ein Reiseschlagzeug mit dabei in dieser eleganten Koffer. Könnte ich einfach aufbauen und wir klopfen Schipko, Schipko, der Polka, dass der Post geht ab. Oder wie sehe ich den? Ich habe hier eine kleine Schießbude mitgebracht. Geil. So, hier ist meine Schießbude und ich habe noch eine kleine Wodka mitgebracht, dass wir uns vorher schön einen in der Turban kneten können. So, da ist in Polen, bei Polka ist der üblich, dass man gießt sich schön einen hinter der Lampe, nagelt sich einen hinter der Schrankwand. So, ich habe Wodka mitgebracht, ich gebe mal weiter hier an der Kapelle. Wir müssen der in Polen machen, da ist gewerkschaftlich vorgeschrieben. Sobald Polka gespielt wird, muss der Wodka gekippt werden, sonst kriegst du Ärger mit der Polka-Überwachungsverein, mit der sogenannten PÜV. So. Herr Rabe, hier habe ich eine Wodka für Sie, wenn Sie der Kapelle einfach kurz einschenken konnten. So, hebst du das Glas, sagst du Ras. Stoßst du an, sagst du Dua. Trinkst du der Wodka, sagst du Che. Jetzt kippen. Oh, eine hammerharte Geschoss. Bitte ganz austrinken, sonst haben wir gleich Brandflecken in der Teppichboden. So, jetzt schmeißt du das Glas in den Chorbogen über der Schulter und da rufst du Sterre. Hey, sind wir schon Dobsche für der Polka, würde ich sagen. Herr Rabe, der Polka ist ganz einfach. Da geht Schipko, Schipko, ich spiele mal kurz an. Der muss doch zu machen sein, oder wie sehe ich der? Seid ihr Dobsche? Dobsche. Geht da los. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Nicht an mir, ich zahle monatlich die Telefongebühr. Meine Damen und Herren, Pavel Popolski. Yeah.